Mein Name ist Marco Reinhardt. Ich mache jetzt seit 2001 Graffiti. Habe damals angefangen, habe 5 Jahre Pause gemacht, um einen eigenen Stil zu entwickeln und bin jetzt seit 2006 unter dem Namen Eitel eigentlich bekannt. Auf dem Gelände der Kultfabrik in München hat Marco eine eigene Fläche zum Sprayen. Hier hat er seinen Stil perfektioniert. Das, was ich mache, ist halt so eine Mischung aus Kalligrafie und Graffiti. Im Grunde ist es so, dass ich zurückgehe zu den Ursprüngen, wie es Graffiti angefangen hat, weil das hat er angefangen mit den Tags. Das hat Taki gemacht in New York und überall, wo er war, hat er mit dem Edding einfach seinen Namen hingeschrieben. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Das ist jetzt ganz normal Abtintfarbe. Das Geile ist halt, wenn du die richtig schön mit Wasser verdünnst, dann ist das praktisch wie eine Kalligrafie-Tinte. Mit einer Spraydose kannst du halt nicht so scharfe Kanten ziehen. Mein erstes Bild, das war einfach total schrecklich. Also es war so unglaublich schlecht. Das war im totalen Regen und mir ist das Zeug einfach direkt von der Wand wieder runtergelaufen. Alles, was ich hatte, war eine Lungenentzündung, ein schlechtes Foto und viel Scham. Seitdem ist viel passiert. Ein eigener Stil, Wiedererkennungswert, extrem wichtig. Denn Kopieren ist in der Szene verpönt. Seine eigene Fläche im ehemaligen Kunstpark Ost hat sich Marco hart erarbeitet. Denn hier darf sich nicht jeder verewigen. In New York waren es die Five Points, die jetzt leider abgerissen werden. Das war sowas wie eine Galerie für jeden, das Graffiti-Mekka überhaupt. Und sowas ist für mich der Kunstpark hier. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal hierher gekommen bin. Ich war total geflasht von den Bildern, weil du halt hier wirklich Graffiti-Legenden hast. In Deutschland hat alles eigentlich angefangen mit ihm hier, mit Lumit. Einer meiner kleinen Heroes und Inspirationen gewesen. Gleich zu den nächsten Legenden. Einmal Burns, Skeen, Chlor und Flying Fortress. Graffiti ist sehr facettenreich, es ist nicht nur ein Style. Im Grunde hast du eigentlich nur ein Foto. Wenn du Pech hast, übermalt es sofort wieder jemand. Aber wenn du einen bestimmten Namen hast, dann lässt man die Sachen eigentlich stehen. Das ist auch so eine kleine Respektsache. Eins meiner absoluten Favoriten hier im Kunstpark ist das Bild von K-Detail, heißt der. So ein leichter Hauch schwarzer Humor auch mit drin. Rasta, der ist verstorben und ist halt in der Graffiti-Szene so, dass selbst wenn die Leute nicht mehr da sind, dass man denen Respekt zollt. Und eines der größten Sachen ist halt wirklich, wenn du denen ihren Namen an die Wand sprühst. Ja, Lex war ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Ich finde es halt schön, dass seine Crew-Leute immer noch seinen Namen verbreiten. Marco will ein Graffiti-Image weg von illegalen Schmierereien hin zur Kunstform. Auch er selbst trägt seinen Teil dazu bei, mit seiner eigenen Agentur und seinem Street-Art-Magazin The Ghost Magazine. Ich bin ein großer Fan von Einfachheit und ich glaube, mir gefällt das gerade so gut, wie das da ist. Ein Lehrer von mir hat mal immer gemeint gehabt, entweder wirst du mal Künstler oder du wirst arbeitslos. Und ich hoffe, dass ich jetzt auf dem besten Weg bin, dass ich nicht arbeitslos werde, sondern Künstler.